Ja, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge haben wir Frederiken fertig gemacht im Zonenkäfig und somit die erste Ebene vom Zonenkäfig geschafft. Bleiben noch 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bleh, ich kann nicht zählen. Ja, das lief ja richtig rund, nachdem ich den Schwierigkeitsgrad um eine Stufe runtergestellt habe. Ist auch böse. Chaos. Ja. Wenn man darüber nachdenkt, die Gegner, die hier auftauchen, sind so die stärksten im Spiel. Deswegen glaube ich nicht, dass ich hier auf den allerhöchsten Schwierigkeitsgrad schaffen werde. Weil so gut bin ich auch nicht. Deswegen reicht böse. Und zur Not noch schwer, aber niedriger gehe ich nicht. So, wir müssen jetzt noch eine Opfergabe erstmal geben, damit wir in die zweite Ebene rein können. Und wir nehmen ein Elixier. Weil von denen haben wir verdammt viele. So, dann kann man noch auf dem Weg hier ein paar Gegner kaputt knüppeln, welche finden und Gegenstände einsammeln. Weil weiter wir natürlich reingehen im Zungenkäfig, also ebenemäßig, desto seltener werden die Gegenstände. Und ja, das ist gut. So, komm mal her. Und jetzt wieder neue Kampfmusik, weil ich Leons Kostüm ausgesetzt habe. Und er ist Level 104. Verfluchter Pikanier, du verfluchter! Und irgendwann wird das Training auch hier richtig nett. Weil ich möchte mal Level 200 noch erreichen, bevor wir das Projekt beenden. Ich habe natürlich wieder ein Kostüm hier ein bisschen durchgewechselt, was es noch niemand aufgefallen ist. Einfach irgendwie so random irgendwas genommen. Ich glaube, ich sollte mal, oh, wir kriegen halbwegs sogar Erfahrungspunkte. Natürlich nicht viel, aber es ist halbwegs was. Gelernten Monokel. Hey, haben wir den schon? Ja, ich möchte mal Hubert rausnehmen und Pascal. Ja, so. Jo. Und dann Gelernten Monokel. Okay, da haben wir schon mal etwas Neues. Mehr Präzision, nehmen wir das. Okay. Auch schon mal einen neuen Gegenstand gefunden. Karte können wir nicht aufrufen, weil ich möchte gern gucken, ob wir alle Gegner hier gefunden haben. Kann man nämlich auf der Karte gucken. Aber nicht gerade hier im Teleportmodus ist. Und ja, ich möchte natürlich auch alle möglichen Gegner hier finden. Und dafür gibt es auch wieder einen Titel. So gut wie alle Titel haben. Warum auch immer. So. Mein Kampf hier gezeigt. Ein Gegenstand haben wir gefunden. Jetzt kommen wir weiter. Bastard. Jupp. Ich kann mal Stärke reduzieren bei so einem gelben Ding. So, immer die Ecken abgucken, weil da können immer irgendwelche Sachen sein. Zum Beispiel hier. Ein silbernes Gestell. Das müssten wir schon haben. Ich glaube, immer pro Ebene können wir immer nur so Accessoires für einige Charaktere finden. Oder allgemein Klamotten für einige Charaktere. Immer erst nehmen, zum Beispiel hatten wir für Sharia. Da können wir Messer finden und so. Und hier können wir anscheinend Monokel, ich meine Brillen, finden für Hubert. Okay, hier ist nichts. Da lang. Da oben war, glaube ich, was egal. So, ich mache die Stärke wieder reduzieren ein bisschen. Seid ihr? Ihr seid anfällig gegen Art, sagt das doch gleich. Ihr habt doch ein Schild, Mann. Ihr könnt ihr anfällig gegen Angriffe sein. Du schießt wie ein Böder hier durch die Gegend. Ist eigentlich männlich oder weiblich, ich weiß es nicht. Aber gehst mir jetzt schon auf den Nerven. Da bin ich den Tornado richtig gut ausgewichen. Ja, gut, dass man die Zauber von Tales of Grace F so richtig unterscheiden kann, wer die gezaubert hat. Der Tornado von Pascal sieht zum Beispiel richtig anders aus wie der Tornado von irgendeinem Gegner. Ach, Pascal die ganze Zeit. Irgendwie hat die ganze Zeit gegen die Wand geguckt und so. Okay. Erfahrungspunkte kriegen wir immer noch nicht.
besonders viel. Deswegen brauchen wir die Kämpfe hier nicht kämpfen. Da fühlt sich gerade was auf. Und ich habe immer die Ecke, wo wir gerade falsch sind. Ja, das waren einige kurze Parts. Das erste. Erstmal werde ich ja hier den Zonenkäfig ein bisschen bearbeiten, bevor es weitergeht. Ein Monocle. Na warte schon, jemand, den kennen wir doch. Erstmal haben wir jemanden kaputt. Damit wir nämlich Feindstärke auf 100% wieder haben. Ja. Aber ich hoffe, jetzt kommt wieder die Awesome Musik, wenn wir gegen den kämpfen. Beim letzten Mal. Schau her. Reiz mich. Ja. Und sehr gut. Ja. Erfahrungspunkte lohnt sich hier mäßig nicht. So, hallo, dich kennen wir doch. It's been a while, Asbel Lont. Asbel? Who is this? Archduke Cedric, Richard's uncle. But this is impossible! I watched you die! But the heaven saved me. I was not abandoned. Didn't. What's wrong with him? You don't say. I'll never forgive you. I will kill you. I am more powerful than ever. Oh, du willst gar nicht wissen, wie mächtig wir geworden sind. Wir können einen Eiselberg bekommen. Boah, der kriegt richtig aufs Maul jetzt. Ja, die ersten Gegner, die werden wahrscheinlich noch richtig durchprügeln, ja. Im Zonenkäfig, aber das ändert sich noch. Es wird nur richtig übel, das garantiere ich euch. Wir werden überraschend werden auch böse ja noch schaffen. Aber naja, erstmal kriegt er ja aufs Maul. Der war sogar noch halbwegs schwer damals, wenn ich mich irre. Also vor, boah, das war schon wie lange her. Komm mal her. Stampede Strike. Ich wollte mir eigentlich sehr viel vornehmen heute in der Aufnahme. Das ist ja schon, ich glaube, dazu kommt auch und der ist schon recht tot. Ja. Oh Gott. Ah. Brauche ich nicht. Warte mal, klauen konnte ich von dem nichts mehr. Das ist Cedric, wirklich? Really? Ja, der ist hier was von dran. Mal alle eine Chance hat der. Aua. Ei, ei, ei. Die Parts werden aber ganz schön kurz dann, wenn es so weitergeht. Wir haben vielleicht nicht mal 10 Minuten. Versucht den Kampf schon ein bisschen so hinaus zu zögern. Und 10 Minuten Part würde ich auch nicht unbedingt hochladen. Boah. Obwohl, ich weiß ja nicht, wann die Parts alle erscheinen bei Test Quest F. Bei den Projekten ist es halt ein bisschen durcheinander. Oh, naja. Und ich bin auch so platt. Oder auch nicht. Ja, der ist gleich tot. Sehr schön. Oh, 777. Was das für ein Unterschied ist, ey. Wir wurden platt gemacht. Hey, just can't wait to be king. Sehr schön. Und das war schon für Cedric. Please help me. It hurts so much. Ah. Ah, 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 ah. This is We should end this right now.
Our opponent is in tears. We must show him mercy. Those are tears? Yes, I believe so. You have a soft heart. But I like that in a man. Though, bitte? It looks like oil to me. And if Frederick is right, he'll just come back, even if we kill him. Let's move on to the next Termiten member. It hurts ja. So much. Eine Streberbrille. Stimmt. Ist auch noch eine. Ups, da bin ich gegen mein Mikro gekommen. Verdammter Dreck. Ah. 11 Minuten. Ich hätte doch ein paar Kämpfe noch machen müssen. So, Streberbrille. Gib die mal. P-Angriff und C-Angriff. Ja. Nach seinen Nerven und nicht nach seinen Noten beurteilt werden. Ausrüsten mit Hubert. There's something different about Hubert. You noticed. Das ist die Frisur, ganz sicher. They look good on you. That you think so is a true testament to your refined fashion sense. Huh? But those glasses are so last year. I know. That's what makes them such a good fit for Hubert. Aha! Sharia. Oh mein Gott, der bekommt immer irgendwie ein Eigentor rein. So. Boah, ich muss wirklich hier gucken. Lass mich mal kurz kacken. Ich glaube, wir haben hier alle eingesackt. Unsere Gegnerliste, die möchte ich ja auch so gut wie möglich hier komplettieren. 81% hatten wir. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, 79, irgendwas. Das ist auch schon mal gut. Na gut. 12 Minuten Part, 13 Minuten. Kein Ding. Da wollte ich mir jetzt mal gucken. Bibliothek. Wo ist es? Ja, nein. Unerledigt. Das kranke Kind, ich habe keiner, was hier noch fehlt. Müssen wir auch noch machen. Schlacht um den Himmel, ja. Okay, 13 Minuten. Mehr passiert hier nicht. Nächster Part. Nächste Ebene. Bis dann. Tschüss.